Gottes Bund mit der Erde. 1. Mose, Kapitel 9, Verse 13 bis 16. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Gott schließt zum ersten Mal mit einem Menschen einen Bund, der daraufhin der Noah-Bund genannt wird. Er bestand im Versprechen Gottes, nie mehr eine Flut über die Menschen dieser Erde kommen zu lassen, um sie zu verderben. Das symbolische Zeichen für diesen Bund war der Regenbogen. Dennoch wird eines Tages diese Erde mit Feuer vernichtet werden. Das steht unter anderem in 2. Petrus 3, Verse 10 und 11. Da heißt es: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Dieser Bund mit Noah ist der erste von 5 von Gott verordneten Bünden in der Bibel, die ausdrücklich als ewig deklariert werden. Die anderen 4 Bünde sind erstens der Abrahamsbund, 1. Mose 17, 7, zweitens der Priesterbund, 4. Mose 25, 10 bis 13, drittens der Davidsbund, 2. Samuel 23, 5 und viertens der neue Bund, Jeremia 32, 40. Der Ausdruck ewig kann bedeuten, erstens bis zum Ende der Zeit, beziehungsweise zweitens für alle künftige Ewigkeit. Er bezieht sich nie auf die ewige Vergangenheit. Von den in der Bibel erwähnten Bünden dieser Art wurde nur der mosaische und alte Bund annulliert. Warum nun geht Gott Bünde mit den Menschen ein? Ist es seine moralische Pflicht? Ist er den Menschen etwas schuldig? Muss Gott für Chancengleichheit sorgen? Keineswegs. In 2. Petrus Kapitel 3, Verse 3 bis 10 steht Folgendes: Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser bestand, hatte, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Es ist also Gnade, wenn Gott auf ganz einseitige Art und Weise das Gericht für diese Welt hinauszögert. Gott will, dass niemand verloren geht. Wenn wir heute einen Regenbogen am Himmel sehen, dürfen wir uns daran erinnern, dass immer noch Gnadenzeit ist und Gott immer noch durch die Christen zur Versöhnung mit Gott aufruft. Entsprechend lesen wir in 2. Korinther 5, Verse 18 bis 20:
Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Das Gericht wird aber, wie gelesen, kommen, und jeder Mensch wird einmal vor Gott Rechenschaft für sein Leben ablegen müssen. Und dann zählt nicht, was ich nicht geglaubt habe, sondern was ich geglaubt habe. Und wenn das beinhaltet, dass Gott, Jesus Christus, das biblische Evangelium, die Gnade, das Kreuz und die Liebe kaum oder gar keine Rolle in meinem Leben gespielt haben, sondern nur Unglaube, Egoismus, Hochmut, Sünde und Verachtung der Wahrheit in meinem Leben, dann wird Gott mich richten müssen. Dann gehe ich ewig verloren. Aber so wir uns im Glauben an die Gnade Gottes halten, auch besonders dann, wenn wir Christen sind, werden uns auch keine dunklen Wolken und Stürme Angst machen müssen. Charles Haddon Spurgeon schrieb einmal: Gerade jetzt sind Wolken genug da, aber uns ist nicht bange, dass die Welt durch eine Sintflut zerstört werden wird. Wir sehen den Regenbogen oft genug, um uns von solchen Befürchtungen abzuhalten. Der Bund, den der Herr mit Noah machte, steht fest und wir haben keinen Zweifel daran. Warum sollten wir also denken, dass die Leidenswolken, die jetzt unseren Himmel verdunkeln, mit unserem Untergang enden werden? Lasst uns solche grundlosen und unwürdigen Befürchtungen aufgeben. Der Glaube sieht stets den Bogen der Bundesverheißung, wo die Vernunft die Wolke der Trübsal sieht. Gott hat einen Bogen, mit dem er die Pfeile des Verderbens abschießen könnte, aber siehe, er ist aufwärts gerichtet. Es ist ein Bogen ohne Pfeil und Strang. Es ist ein Bogen, der zur Schau aufgehangen ist und nicht mehr zum Kriege gebraucht wird. Es ist ein Bogen von vielen Farben, der Freude und Wonne darstellt und nicht ein Bogen blutrot vom Gemetzel oder schwarz vom Zorn. Lasst uns guten Mutes sein. Niemals verdunkelt Gott unseren Himmel so, dass er seinen Bund ohne einen Zeugen lässt. Und selbst wenn er es täte, wollten wir ihm vertrauen, da er sich nicht ändern, nicht lügen oder in irgendeiner anderen Weise verfehlen kann, seinen Bund des Friedens zu halten. Bis die Wasser wiederum über die Erde gehen, werden wir keinen Grund haben, an unserem Gott zu zweifeln. Als Christen dürfen wir tatsächlich im Bilde sein. Das heißt, dass wir nicht im Unklaren sind, was diese Welt und ihr Ende betrifft. Sie wird vergehen und nichts wird bleiben, wie es war. Gott wird einmal alles neu machen. Offenbarung 21,5. Seien wir gewappnet und wachsam und erkennen wir auch die Zeichen der Zeit. Es wird mit dieser Welt und Gesellschaft nicht besser werden. Die Gottlosigkeit wird Überhand nehmen, die Liebe erkalten, der Hochmut des Lebens sich überall breit machen und viele werden sich anbiedern und mit faulen Kompromissen versuchen, einander zu manipulieren und in die Irre zu führen. Doch wir Christen glauben an einen starken, souveränen und bewahrenden Gott und Erlöser. Das gute Werk, das Jesus in einem neugeborenen Gläubigen bewirkt hat, aus Gnade, wird unser Herr auch zum seligen Ende führen. 2. Thessalonicher 1,11. Seien wir also bereit, uns von Gott in unserem Lebenswandel und unserer täglichen Glaubenspraxis zu führen und heiligen zu lassen in aller begründeten Hoffnung und Dankbarkeit. Lassen wir uns ermutigen durch das lebendige Wort der Bibel in aller Wahrheit und Weisheit. In 2. Petrus Kapitel 3, Verse 11 bis 18 steht:
Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos von ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung des Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.